Du gibst nur wenig, wenn du von deinen Eigentümern gibst. Erst wenn du etwas von dir selbst gibst, gibst du wirklich. Denn was ist Besitz anderes als Dinge, die du hortest und hütest, aus Angst, du könntest sie morgen brauchen? Und was ist die Angst vor der Not anderes als die Not selbst? Ist nicht die Angst vor Durst, wenn dein Brunnen voll ist, ein Durst, den nichts je löschen kann? Es gibt Menschen, die wenig geben von dem Vielen, das sie haben, und dies um der Anerkennung willen tun. Und ihr heimlicher Gedanke macht ihre Gaben ungenießbar. Und es gibt Menschen, die wenig haben und alles geben. Das sind die, die an das Leben und seine Großzügigkeit glauben, und deren Truhe wird niemals leer. Und es gibt Menschen, die mit Freude geben, und diese Freude ist ihr Lohn. Und es gibt die, die nur mit Schmerzen geben, und diese Schmerzen sind ihre Läuterung. Und es gibt die, die geben und im Geben keine Schmerzen kennen, die weder Freude darin suchen, noch im Bewusstsein ihrer Tugend geben. Sie geben, wie im Tal dort drüben die Myrte ihren Duft verströmt. Durch die Hände solcher Menschen spricht Gott zu uns, und durch ihre Augen lächelt er auf die Welt.